Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir machen weiter. Um erneut über Char zu herrschen, müssen wir die terranische Festung zerstören. Sie werden uns mit aller Macht bekämpfen. Es bedarf nur deines Befehls, meine Königin. Okay, Mission starten. Ja, go. Was, ich meine, Befehl heißt go. Go, go, go. So, wieder ein Tag vorbei für mich. Und noch Feiertage, also Feiertage nicht mehr, aber zwischen den Jahren quasi. Das heißt echt zwischen den Jahren. Sowas gibt es eigentlich nicht. Noch im alten Jahr. Für euch mit Sicherheit schon im neuen Jahr. Deshalb, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr habt alles Mögliche an Silvester erlebt. Indem Sie zu einem neuen Ressourcenvorkommen expandieren, können Sie die Produktion Ihrer Einheiten zusätzlich ankurbeln und somit näher an der Front an Boden gewinnen. Ja. Wobei der Kausalzusammenhang... mindestens fraglich. Mindestens fraglich. Wir haben die terranische Festung erreicht. Sie haben sich verschanzt und erwarten uns. Dies ist nicht der Zeitpunkt für Raffinesse. Wir werden sie jagen, wo immer sie sind, und sie überwältigen. Bereitet einen Nuklearangriff vor! Ich will, dass von diesen Käfern nur noch verkohlte Kadaver übrig bleiben! No, 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 no! General Warfield aktiviert sein nukleares Arsenal! Wir müssen uns beeilen. Zagara, erschaffe einen Schwarmcluster. In der Zwischenzeit leite ich diese Welle und verursache so viel Schaden, wie ich nur kann. Okay. Okay. Ich werde einen Schwarmcluster für den Schwarm bereitstellen, während du so viel Schaden wie möglich anrichtest, meine Königin. Schick mir Verstärkung, wenn du kannst. Das wird eine blutige Angelegenheit. Ich höre. Wer hat dich gefragt? Ja. Da kommt sie! Laden und entsichern! Der Schwarm. Wirf den Zerkangriff ab! Geht keine Zentimeter nach! Okay. Weitere Verstärkungen des Schwarms sind eingetroffen, um deinen Angriff zu unterstützen, meine Königin. Hey, dann warten wir mal, bis sie da sind. Ja. Und dann würde ich sagen, fallen wir mal da unten ein. Keiner darf überleben. Zeit bis zum Nuklearschlag. Der Schwarm okay. Teil bitte nach hier hin. Und hier gleich noch weiter. Unsere Streitkräfte. Ich lasse es krachen! Verschwinde von Char. Wenn du bleibst, werde ich deine Streitkräfte bis auf den letzten Mann abschlachten. Uns rennt die Zeit davon. Löscht sie aus, Männer! Diese Viecher werden Char niemals erobern! Weiter vorrücken. Wer hat dich gefragt? Die Zerkopf! Bringt die Verwundeten zu den Evakuierungsschiffen!
Okay. Zeit für den Nukleareinsatz! Tötet sie alle! Unser Schwarmcluster hat die Explosion gerade so überstanden, meine Königin. Yay! Sobald sein Arsenal aktiv ist, wird er noch mehr Nuklearraketen gegen uns einsetzen. Unsere einzige Hoffnung ist es, in seinen Gefechtsstand einzudringen. Mhm. Sobald wir das geschafft haben, ist es vorbei. Ich habe etwas erschaffen, das dir dabei helfen wird, die Terraner zu vernichten. Scheusale. Sehr schön. Sequenzen ungenau. Trotzdem effektiv. Nutze sie, meine Königin. Übernimm die Kontrolle über die Basis und die Terraner werden den Schwarm fürchten lernen. Ja. Das auf jeden Fall. Zerstören Sie den Gefechtsstand. Das können Sie. Weiß man nicht. Okay, Sie können sich eingraben. Okay. Was? Scheiße einmal. Meine Königin, in diesen Forschungseinrichtungen experimentieren die Terraner an Zerg. Das dürfen wir nicht zulassen. In der Tat. Ich werde sie zerstören, wenn sich mir die Gelegenheit dazu bietet, Zagara. Die wird sich bieten. Die wird sich bieten. Was haben wir hier? Evolutionskammer. I know, wir brauchen viel mehr. Wir müssen dann vor allem expandieren. Das machen wir dann auch. Aber jetzt erst einmal den Kriechertumor. Voran, damit wir schneller nach vorne reisen können. So, und jetzt können wir mal Extraktor. Wir brauchen mehr Overlords. Ah, Overlords, okay. Das geht ja wirklich jetzt fix. Sehr krass. So, ich denke, das sollte genügen. Müsste genügen. Overlords geht schon mal in Deckung, nur dass da der Nuclear Strike hinkommt. Ungültiger Befehl. Die Queen. Die geht mal bitte dahin und macht nochmal einen Kriechertumor. Wow, geht das schnell. Männer, wir haben den Zerg-Schwarm-Cluster lokalisiert. Entsendet Angriffstruppen. Ja, oder lasst's einfach. Noch eine rein. 4 von 3. Hm. Mutation abgeschlossen. So. Jetzt machen wir erst mal Zerglinge. Ah.
Ach, jetzt hab ich... Wir brauchen mehr Mineralien. Der Schwarm ist hungrig. Lass uns das hinter uns bringen. Raus damit. Hungrig ist er. So. Die Evolutionskammer, die kann gleich mal das nächste Upgrade machen. Machen wir nochmal eine Runde Zerklinge. Wir brauchen mehr Mineralien. Dann sollten wir das auch gleich noch in die Warteschleife setzen. Okay. Du hast meine Aufmerksamkeit. Diese Welt gehört mir. Du bleibst mal da. Cluster. Ja. Zerklinge. Wir brauchen mehr Mineralien. Gut, das läuft doch wie am Schnürchen hier. Ich liebe Zerklinge. Wir brauchen mehr Mineralien. Nuklearer Abschuss festgestellt. Die Terraner haben noch eine Nuklearrakete gestartet. Verschwindet aus dem Bereich. Okay. Wer hat dich... Na, nicht Scheu sagen, du bist die Königin. Schnell einen Kriechertrümmer hinsetzen, dass das hier verschwindet. Ich habe keine Ahnung, ob das bleibt oder verschwindet oder wie das da ausschaut. Okay. Dann könnt ihr einen Bau machen? Ah, könnt ihr. Hervorragend. Dann geht doch gleich mal dahin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Los jetzt. So. Und ich würde sagen, ab jetzt bauen wir mal ein paar. Wir brauchen aber auch so eine Hydralisken und sowas, oder? Schabenhöhle. Was sind mit Hydralisken? Wo machen wir denn die? Hydralisken bauen. Darf ich vielleicht die Runde auch machen? Mehr Mineralien. Gut. Du hast meine Aufmerksamkeit. Sagen wir mal, gehen wir mal da hoch, hä? Machen wir das mal da kurz weg. Oh, nicht Gold gibt's da. Weiter vorrücken. Dann müssen wir da mal. Der Schwarm schläft nie. Diese Welt gehört mir. Raus damit. Diese Mineralien sind sehr ergiebig. Zagara, schicke ein paar Drohnen hierher. Ach, okay. Okay.
Aber ich kann immer noch keine Hydralisken bauen. Ich würde aber gerne Hydralisken haben. Ah! Okay, das wusste ich nicht. Wir haben den Start einer weiteren Nuklearrakete festgestellt. Ja, dann machen wir hier mal nicht weiter. Mal lieber hier weiter. Okay. So. Ungültiger Befehl. Dann würde ich mal sagen, F2 Armee, go. Der Schwarm schläft nie. Nee. Ah! Kader. Weiter vorrücken. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Mutation abgeschlossen. Stirb einfach! Der Schwarm schläft nie. Verdammt! Das werden Sie bereuen, Kerrigan! Ja? Wer hat dich gefragt? Ich. Wer hat Lasst denn uns gefragt? Das hinter uns bringen. Was ist da? Diese Welt gehört mir. Weiter vorrücken. No. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir mal die ganzen Zeitlinge. Ja, das dürfte doch reichen. Oh. Die lassen wir mal da. Hier. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hydralisken. Vielleicht reicht es ja, wenn ich dann. Nicht, denn halt nicht. Mehr Scheusale für dich. Ah, eine. Ja, toll. Ich habe die Forschungseinrichtungen ausgeschaltet. Das wird Warfields Experimenten ein Ende setzen. Ich hoffe, dass Sie gut mit diesen Viechern auskommen. Denn Sie werden sie in der Hölle wiedersehen. Du hättest Charm mir überlassen sollen, Warfield. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay, 200. Nuklearer Abschuss festgestellt. Warfield hat eine weitere Rakete auf unsere Truppen abgefeuert. Was jetzt? Ich würde sagen, jetzt tun wir mal mit der Truppe angreifen. Die lassen wir mal zur Verteidigung hier. Könnt ihr noch? Diese Welt gehört mir. Warum sind die so langsam? Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Verdammt nochmal,
mal, Mädchen. Wir haben dich gerettet. Wie konntest du das alles wieder wegwerfen? Mädchen. Wir haben nicht viel Zeit. Hierfür haben sie ihre Menschlichkeit aufgegeben, um noch mehr Leute zu töten? Der schläft nie. Der schläft nie. Wieder ein paar Zeitlinge. Werden angegriffen. Bringt die Zivilisten in Sicherheit! Soldaten, haltet eure Stellung! Streitkräfte werden angegriffen. Kleine Zacklingarmee. Yay! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hydralisken. Das ist eigentlich ist die Hydralisken-Armee. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir haben nicht viel Zeit. Finde ich irgendwie. Ha! Coole Schweine da. Schau's da an. Schau's da an. Ghost Teams Bravo und Delta, Feuer eröffnen! Was ist denn das hier? Nur noch vernichten. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Der Schwarm ist hungrig. Ach, das war's. Der Weg ist frei. Los, jagt und tötet sie alle. Aber überlasst General Warfield mir. Tötet sie alle? Jetzt bin ich aber schon ein wenig ein Menschenhasener geworden, ja. Sie werden entwickelt, möchte ich behaupten. Lieutenant, Verwundete zum Transporter bringen. Sind fast da. Soll ich ein Team schicken, das sie abholt? Mir geht's gut, Lieutenant. Kümmern Sie sich um die Verletzten. Ich komm schon irgendwie raus. Oh, das ist ja mein kleines Haustier. Es sind zu viele, Clark. Wir werden es nicht schaffen. Mein Leuchtanzug. Kerrigan, hören Sie mir zu. Ich habe drei Frachter mit Verletzten, die keinerlei Bedrohung für Sie darstellen. Ehemänner, Väter. Sie lassen diese Frachter ziehen. Was ist mit den Frauen und Kindern? General, wir sind umzingelt. Es gibt keinen Ausweg. Du Miststück. Du bist kein Mensch mehr. Du hast uns alle verraten. Sie haben mich Miststück genannt. Langlose Rache. Bring mir ihn um. Wie viele Unschuldige hast du umgebracht? Wie viele müssen noch sterben? Was, wenn Rainer dich jetzt sehen könnte? Warte, vielleicht nicht so. Wir sind umzingelt. Wir werden das nicht schaffen. General, die Klapp ziehen sich zurück. Es ist ein Wunder. Wir schaffen es. Fünkchen Hoffnung. General! Fünkchen Hoffnung. General?
Aber hey, er hat's verdient. Er hat Schlachtschiffe auf mich entsendet und dann dies und jenes. Veteran, was? Porträt freigeschaltet. Okay. In unter 20 Minuten. Hey! Klasse. Bin ich gut? Habe ich jetzt nicht gewusst. Wahrscheinlich das Spiel glaubt es. Also. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Wahrscheinlich sagt das Spiel bloß. Naja, komm, lass mir nochmal sowas. Neues Gespräch. Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Zagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig, aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Eigentlich. Er nicht. Ich werde es mir merken, meine Königin. Was passiert hier gerade mit meiner Aufnahmeding? Egal. Okay. Neues Gespräch. Ja, gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos. Wir sind unnachgiebig. Und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig. Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Okay, aber wir haben noch in der Evolutionsgruppe was, oder? Neues Gespräch haben wir. Als mein altes Selbst, habe ich dir da jemals Menschen zum Experimentieren gegeben? Ja, sehr schlecht. Primitive Strukturen, minimale biologische Anpassungsfähigkeit. Du weißt, dass ich eine Terranerin war. Seltene Terraner, großes Psi-Potenzial. Überwindet mangelhafte Abstammung. Von jetzt an führen wir keine Experimente mehr an Menschen durch. Gut zu wissen. Okay. Und was für eine Evolutionsmission haben wir? Erstlinggattung bereit für Anpassung. Kreatur mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Erstling. Kreatur besiegen. Essenz assimilieren. Neue Gattung erschaffen. Okay. Machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten. Tschüss.